Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Terence Weber war bester deutscher Urheberrecht. Getty Images. Die deutschen Kombinierer bleiben beim Abschluss in Schonach ohne Podestplatz und liefern die schlechteste Weltcup-Saison seit Jahren ab. Ein Norweger siegt. Die deutschen Kombinierer sind beim Weltcup-Finale in Schonach ohne Podestplatz geblieben. Im von Wind und Wetterchaos stark beeinflussten letzten Saisonrennen kam Terence Weber als bester DSV-Starter nicht über Platz 14 hinaus. Nicht zu schlagen war Norwegens Weltmeister Jarl Magnus Ribart, der mit seinem 12. Saisonsieg den Rekord des Finnen Hannu Manninen aus der Saison 2005/06 einstellte. Bei Regen und Graupel lief Ribart, der bereits als Gewinner des Gesamtweltcups feststand, auf dem schmutzig-weißen Schnee-Event im ansonsten grünen Schwarzwald mit 25,0 Sekunden Vorsprung auf seinen Landsmann Jan Schmidt ins Ziel. Dritter wurde der Österreicher Bernhard Gruber 38,2, der am Vortag mit 36 Jahren zum ältesten Weltcupsieger der Geschichte geworden war. DSV-Kombinierer mit schlechtester Saison seit Jahren hinter Weber 1:37,0 Minuten kamen die Team-Olympiasieger Fabian Riesle, Breitnau 18., Johannes Reitzek 22. und Vinzenz Geiger, beide Oberstdorf 34., weit abgeschlagen ins Ziel. Geiger war am Vortag immerhin Vierter geworden. Reitzek belegte als bester Deutscher im Gesamtweltcup Platz 4. Für die DSV-Kombinierer war es die schlechteste Weltcup-Saison seit 2011/12, auch damals gelangen nur zwei Einzelsiege. Erik Frenzel, Geier, der mit seinen WM-Titeln in Seefeld für die Höhepunkte der Saison gesorgt hatte, fehlte in Schonach erkrankt. Das auf zwei Durchgänge angesetzte Springen war am Sonntagmorgen wegen starker Winde abgesagt worden. Stattdessen wurde der provisorische Wettkampfsprung, PCR, vom Samstag als Grundlage für den von 15 auf 10 Kilometer verkürzten Langlauf benutzt. Die deutschen Ese hatten allerdings im PCR bei schwierigen Verhältnissen denkbar schlecht abgeschnitten. Reitzek ging von Platz 30 mit 1:55 Minuten Rückstand in die Loipe, Riesle als 36. und Geiger als 48. lagen über 2 Minuten zurück und waren dementsprechend chancenlos.